Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Northgard. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es dazu kommt, bin ich ganz ehrlich. Allerdings habt ihr tatsächlich dieses komplette Game, was ich gezockt habe, übel gut angenommen. Das hat mich sehr überrascht. Ich dachte, dass es eher so ein Nischending wird. Außerdem wollte ich jetzt ein Jurassic World hochladen, Jurassic World Evolution. Aber die Aufnahmen haben leider ziemlich geleckt. Deswegen gibt es noch eine Runde Northgard. Gerne Feedback in die Kommentare bei mir haben wollt. Das letzte Mal haben wir den Wolf-Clan gespielt. Diesmal spielen wir den Ziegen-Clan. Denn der ist auch recht interessant und nachdem ich das letzte Mal ja diesen Ziegensteiner das erste Mal kennengelernt hatte, wollen wir uns das Ganze hier natürlich ein bisschen genauer angucken. Ich hatte jetzt seit ungefähr einer Woche oder 10 Tagen habe ich nicht gespielt, also muss ich ein bisschen gucken, dass ich jetzt wieder schnell in den Flow reinkomme. Beim Let's Play hatten sich auch einige darüber beschwert, dass es ihnen Ticken zu schnell ging. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt ändern kann. Einmal hier schnell gucken, wie das aussieht mit der Umgebung. Aber ich denke, dass sich das Ganze auch so ein bisschen während des Spielens lösen wird. Ich persönlich mag das Game sehr. Einfach weil es ein... Ja, es hat sehr simple Elemente. Aber es ist trotzdem ziemlich, ziemlich nice. Ich gehe jetzt doch auf eine relativ frühe Holzfällerhütte. Ich hatte eigentlich überlegt, ob ich hier gucke, ob es ein Waldgebiet gibt. Aber wenn ich das so spät baue, kann ich das immer noch abbrechen, bevor... erforscht ist. Wenn alles gut geht... Ne, das wird doch nicht schaffen. Die Holzfällerhütte ist doch zu schnell. Ist nicht so schlimm. Der Ziegenclan hat ein paar Special-Sachen, unter anderem eben diese Schafe, die ich in sogenannten Schafs... weiß gar nicht, wie die heißen. Schafsdingern kombinieren kann und dadurch in der Lage bin, nochmal mehr Nahrung zu produzieren. Und das ist sehr, sehr cool und löst relativ früh die Probleme, die man sonst hat. Den Schafstall baue ich normalerweise allerdings gerne einen Ticken später. Weil ich den gerne dann baue, wo ich auch mein erstes Silo hinbaue, oder? Denn das Silo erhöht ja die Nahrungsproduktion, ne? Ergibt dann schon ein bisschen Sinn. Zwei Wölfe hier, sehr, sehr schlechtes Startgebiet, muss man sagen. Relativ eng alles hier. Kann man gut vorstellen, dass da oben noch was ist. Das hier sieht lecker aus, geil. Genau sowas meine ich. Also jetzt habe ich quasi hier ein Startgebiet besiedelt. Der Dorfbewohner soll schon mal dahin. Na, komm, komm, gleich ist es soweit. Optimal, dann kann ich nämlich hier jetzt sofort sagen, weißt du was, es kommt ein Schafstall hin. Das ist natürlich sinnvoll, dann läuft der da auch schon mal rüber. Und danach kommt hier eine Jagdhütte hin. Guter Start, kann mich echt nicht großartig beschweren. Der Dorfbewohner soll da auch noch weitermachen. Weil das Risiko ein bisschen hoch ist, dass ich jetzt gleich kurz hungere. Weil der Schafstall nicht instant ready ist. Und ich kurz Minusnahrung mache. Ärgerlich. Okay, das war glaube ich nicht so worth. Oh, hier oben ist ein Schaf. Das heißt, da muss ich auf Dauer zuschlagen. Ich hoffe, dass jetzt keiner hier schon Leben verliert. Wenn man hungert, verliert man eben Leben auf Dauer. Und die soll jetzt hier gerade mal ein bisschen chillen. Ein bisschen was einsammeln im besten Fall. Aber das kann sie da in dem Gebiet gar nicht. Aber die Jagdhütte hier ist gleich fertig. Dann kann ich die beide reinmachen. Oh, ich habe immer noch -4 Nahrung. Please. Go, go, go. Oh, shit. Und ich habe das... Kacke, ich habe vergessen, ein Holzhaus zu bauen. Ärgerlich, ärgerlich. Deswegen habe ich jetzt kurz einen Wachstumsstopp. Allerdings wäre ich nach holzmäßig eh nicht dazu in der Lage gewesen, aber ich hätte es trotzdem machen können. Oh geil, 3 Schafe. Oh, das ist ja Premium. Sehr, sehr gutes Startgebiet für meine, für meine Zivilisation. Da oben zwar 2 Wölfe und ein Schaf, aber hier nochmal einen Schafstall komplett for free. Außerdem kann ich hier auf Dauer was erforschen, was auch sehr cool ist. Wo ist es denn? Nee. Ich dachte, das wäre special von denen. Aber vielleicht ist es das gar nicht. Jetzt müsste doch eigentlich irgendwo hier sein. Ah! Wenn man ein Nahrungsgebäude aufwertet, ich zeige euch das nochmal ein bisschen länger hier. Gebäude, die Nahrungsmittel produzieren, kann nach jeder Aufwertung ein zusätzlicher Dorfbewohner zugewiesen werden. Und so oder so kann man ja immer einen extra hinzufügen. Das bedeutet, dass man dann das große Vergnügen hat, dass man das gleich doppelt machen kann. Was super strong ist in der Anfangsphase. Bedeutet, ein Schafstall könnte dann auf einmal nicht drei, sondern vier Schafe rein. In eine Jagdhütte können da nicht 3, sondern 4 rein nach der Aufwertung. Das ist schon alles ziemlich sick. Und das mag ich sehr. Das Ganze ist auch eine Nation, die gefühlt ein bisschen mehr auf diesen Wirtschaftsaspekt abzielt. Baue ich einen zweiten Schafstall? Müsste ich ja eigentlich fast schon. Habe jetzt hier natürlich nochmal einen extra Dude. Schick den Dorfbewohner einmal hier rüber.
Ja, ein weiterer Schafstall ist jetzt gerade unausweichlich. Eigentlich würde ich den gerne upgraden, aber dafür müsste ich erstmal die Steine abbauen, damit ich wiederum mein Hauptgebäude upgraden kann, damit ich mit dem abgegradeten Hauptgebäude dann endlich den Schafstall upgraden kann. Und so lange würde ich halt die Schafe wasten, was jetzt nicht unbedingt worth ist. Muss jetzt relativ bald hier wahrscheinlich Einheiten bauen, damit ich diesen Wolf hier wegkriege. Ist die Frage, ob ich das noch vor dem Winter mache. Könnte worth sein, das noch vom Winter zu machen. Im Winter werde ich die Steine hier abbauen. Mir wurden viele Tipps in den Kommentaren gegeben, die sehr, sehr cool waren. Unter anderem halt auch im Winter einfach alles von Nahrung abziehen, weil die eh kaum was produzieren und sich bis dahin eher einen großen, naja, Abstand quasi holen und dann quasi im Winter die kompletten Steine abbauen. Das ist natürlich jetzt ätzend. Achso, früher habe ich hier die immer rausgezogen, aber mittlerweile habe ich ja festgestellt, dass es deutlich mehr Sinn macht, wenn nur einer low ist. Weil diese Unzufriedenheit, die kommt dadurch, dass Leute low sind, die steigt dann nicht mehr so schnell. Bin jetzt hier auf einen sehr guten Nahrungswert. Alles hier Double-Sumpf, das ist natürlich super ätzend. Ja, aber es sieht so aus, als sollte ich... Will ich noch ein Festmahl organisieren vor dem Winter? Ja komm, hauen wir noch ein Festmahl raus. Ein Ausbildungslager. Es kommen hier zwei. Oh, hier können vier Gebäude rein. Perfekt. Dann machen wir das Ausbildungslager hier. Der Dorfbewohner kann da ein. Dann werde ich zwei... Ich mache gerade ein bisschen nochmal Plus hier, damit ich zwei Söldner bauen kann. Dann werde ich dieses Gebiet hier klären, damit ich den Wald habe. Oder ich gehe schon mal hier hin, damit ich den Runenstein ticken früher habe. Ein bisschen tricky. Und für den Winter werde ich hier halt eben noch das Gebäude fertig bauen. Plus, ich muss halt langfristig auch noch an Heiler denken. Aber das sollte alles klar gehen. Also ich glaube, es ist ein ganz guter Beginn. Wenn ich das Waldgebiet hier auch noch habe, dann kann ich halt richtig viel aktuell machen. Ich baue das Ding schon mal. Zack, der geht da hin. Ne, der ist der kaputte. Mit den zwei Kriegern kann ich dann schon mal einiges machen. Ich sollte halt, wie gesagt, auch noch die Heilerhütte bauen. Dafür fehlt mir gerade ein bisschen das Holz. Und genau, Holz ist ja auch der Plan, den wir haben, in nächster Zukunft noch zu verbessern, wenn wir hier dieses Waldgebiet einnehmen. Einmal kurz sortieren und dann hier angreifen. Das muss man halt vom Winter machen, weil man im Winter halt weniger Kampfkraft hat. Und in diesem Waldgebiet kann ich mehr schneller Holz abbauen. Das sind halt genau diese Vorteile, die man halt immer wieder hat hier mit diesen einzelnen Gebieten. Nochmal ein extra Schaf. Das kann ich jetzt aktuell noch gar nicht nutzen, es sei denn, ich baue noch einen Schafstall, aber das ist dann langsam vielleicht auch ein bisschen wasted. Ist ja auch so nicht schlimm, dass ich quasi hier das Schaf habe, weil es reduziert trotzdem meinen Holzverbrauch, was auch ganz okay ist. Hau jetzt hier die Holzfällerhütte hin. Sobald der da fertig ist mit dem Bauern, schicke ich den zweiten da hoch. Achso, fuck ja, den habe ich jetzt die ganze Zeit ein bisschen gewastet. Womit fangen wir an? Militärisch, Holzfäller, Handel. Ich werde mal auf Handel gehen relativ früh, das mache ich normalerweise nicht. Weil ich ganz, ganz gerne hier schnell auf die Rekrutierung gehe. Aber dann habe ich von Anfang an ein kleines Goldplus, weil da habe ich normalerweise jetzt am Anfang immer ein Minus. Könnte man ein Festmahl organisieren vom Winter und werde das auch machen. Einfach um nochmal ein bisschen Speed reinzukriegen. Der ist relativ low, aber ich brauche halt jetzt gerade... Scheiße. Ah, ich bin schon wieder... Ah, das ist jetzt doppelt und dreifach dumm. Weil ich habe jetzt gerade keine Möglichkeit, ein Haus zu bauen. Plus ich habe ein... Ja gemacht, hier so ein super Special Dash, wodurch du halt auch schnelleren Wachstum hast und waste das halt komplett. Das ist halt wirklich ärgerlich. Hier sieht man es, eure militärischen Einheiten halten beim Kämpfen außerhalb eurer Holzgebiete minus 30 Kraft, die Nahrungsproduktion ist verringert und der Holzverbrauch erhöht. Das ist das, was im Winter der Fall ist. Hier wäre das nächste sinnvolle Gebiet, aber hier ist halt ein Wolfsbau. Das ist halt wirklich kein schöner Start. Also, ein schöner Start war es schon, aber... Der schöne Start ist jetzt langsam hier auch ad acta gelegt. Die Heilerhütte werde ich hier rüber bauen. Das meine beiden Krieger könnten halt das Gebiet jetzt ja auch noch freischaufeln. Da können wir nochmal noch fixen. Nimm jetzt den Gesunden hier vorweg, damit der halt eben tankt. Und werde das Gebiet halt noch freimachen, weil ich das im Winter halt nicht freiprügeln kann. Und es natürlich wichtig ist, dass es frei ist. Hier ein Dorfbewohner, hier ist der zweite, der soll die Heilerhütte anführen. Selber interessanterweise gerade der Kranke. Was haben wir hier gebaut? Oh shit, nee, ich habe mir so einen Speer gemacht. Ich wollte natürlich so einen Heiler machen. Ich depp. Naja, passiert, passiert. Der geht jetzt hier rüber, nimmt hier den Runenstein ein, dadurch produziere ich nochmal mehr Wissen. Der Heiler sollte im besten Fall sich selber zuerst heilen. Ist ein guter Start.
So, jetzt ist Winter. Also ich mache minus 3 Nahrung. Ein bisschen zu wenig mir Nahrungsplus rangeholt. Ich mache sogar minus 5. Shit. Was machen wir da? Das ist die Holzfällerhütte. Die Holzfäller werden jetzt zu Dorfbewohnern. Dadurch sinkt mein Holzplus. Aber mein Nahrungsplus sinkt. Wobei ich dann, okay, dann habe ich ein kleines Plus, das brauche ich ehrlich gesagt nicht. Das heißt, zwei Leute werden jetzt hier in der Zeit den Steinbruch abbauen. Ja, das hat nicht ganz so gut geklappt. Ich hätte dieses Festmahl, was ich da organisiert habe, war ziemlich wasted. Weil ich daraus halt echt fast gar nichts bekommen habe. Ja, das weitere Gebiete einnehmen muss hier über das Sumpfgebiet gehen. Was ein bisschen ätzend ist. Oh, hier plus 1 Zufriedenheit. Das ist nochmal lecker. Aber hier sind die Gegner halt auch echt stark. 5-4 Wölfe. Nochmal 3 Wölfe, nochmal 3 Wölfe. Boah. Keine Ahnung. So ein hartes Anfangsgebiet hatte ich noch nie, dass ich mich so früh da durchkämpfen muss. Ist aber auch nicht so wild ist. Also es geht schon alles klar. Aber ist natürlich trotzdem jetzt erstmal eine kleine Herausforderung. Wenn wir die Steine abgebaut haben, werden wir das Gemeindehaus upgraden. Danach werden wir den Schafstall upgraden, um das letzte Schaf hier noch zu nutzen. Ein extra Schaf jetzt Dinge zu bauen, scheint mir gerade ein bisschen useless. Ich könnte jetzt gerade noch ein Silo bauen. Dann habe ich kurz ein höheres Nahrungsminus von minus 4. Aber wenn das fertig ist, sollte das hier so weit erhöhen, dass ich im Plus bin. So. Ja, wir gehen für die scharfen Äxte. Erhöht nochmal die Holzproduktion. Die ist gerade zwar eh schon gut, aber das ist, glaube ich, das Beste, um die Produktion jetzt hier weiter voranzutreiben. Das ist jetzt gerade so ein kleines Gamble hier. Kleiner Gamble, weil ich halt die ganze Zeit minus 4 mache. 10% von 14 wären 1,4 mehr. Das sollte eigentlich nicht reichen. Aber der Dorfbewohner kann ja gleich auch wieder abbauen. Okay, und der fängt jetzt hier auch sofort an abzubauen. Das heißt, wir haben jetzt plus 1 und den ganzen Winter hier nochmal ein bisschen mehr genutzt. Jetzt werden wir angegriffen. Das soll natürlich im besten Fall meinen Krieger lösen. Im Winter sind die halt, wie gesagt, ein bisschen schwächer. Das heißt, jetzt trotzdem keinen Zuckerschlecken. Die sollen jetzt kurz erstmal den rausraggen, was daran liegt, dass zu viele Verletzte nochmal ein bisschen was an der Zufriedenheit verringert, was nicht so gut ist. Obviously. So, wir brauchen nochmal 100 Holz. Und gerade ein kleines Plus. Der Winter ist auch gleich vorbei. Jetzt kriegen wir nochmal. Jetzt kriegen wir es nochmal. Ah, ich weiß nicht, ob das jetzt so worth ist. Ah, komm. Jetzt ist ja eh der Winter vorbei. Das heißt, die beiden. Oh, ich habe mich rechtsklick gedrückt. Die beiden machen jetzt das. Mein Speer wurde währenddessen verletzt. Das heißt, der geht jetzt wieder hier zurück, wird geheilt. Und immer bei 3 Verletzten kriegt man minus 1 Zufriedenheit. Und die hätte ich halt jetzt normalerweise, wenn ich nicht den Bauern vorher gemacht, hochgereckt hätte. Ich könnte jetzt hier auch noch die Steine abbauen, aber es geht aktuell nicht, weil ich 3 von 3 Gebäuden hier habe. Das heißt, ich müsste auch diesen Bereich upgraden. Und das sieht jetzt gerade noch nicht so gut aus. Ich brauche jetzt wieder dieses das Gold hier für das Upgrade meines Gemeindehauses. Und da kriege ich nur Plus aktuell, weil ich bei Wissenschaft das Ganze geskillt habe. Das heißt, das war auch worth. Trotzdem muss ich gucken, ob ich nicht gerade das nutzen will und noch einen Marktplatz baue. Beziehungsweise einen Handelsposten. Das ist ein Handelsposten. Ja, komm. Wir bauen einen Handelsposten. Relativ früh, brauche ich selten so früh, aber ich glaube, es ist worth, weil ich einfach die Kronen oder wie sie heißen brauche. Bin jetzt wieder bei 14 von 15, das heißt, ich muss gleich mich auch darum kümmern, dass noch ein Haus entsteht. Aber ich mache gerade ein ganz gutes Holzplus. Ja, wachse nicht so schnell, wie ich könnte, aber das wird natürlich durch den Kollegen hier auch nochmal erhöht. Nächster Wolf, der angreift. Auch das sollte kein Problem sein. Auch das ist quasi eine dieser Sachen, die dieses Game so kurzweilig machen, dass man halt die ganze Zeit Dinge erledigen muss. So, meine Zufriedenheit ist deutlich gesunken. Was einfach daran liegt, dass ich zu viele Leute habe für das kleine Hoheitsgebiet, was ich habe. Da sind die hier relativ schnippig. Warum kann ich kein Haus bauen? Leute, jetzt genau diese 10 kostet. Das ist natürlich jetzt schon wieder Kacke.
Das heißt, der Dorfbewohner muss jetzt auch noch hier hin. Und ich habe gerade aktuell keinen Speer. Das heißt, der wird zum Speer und geht erkunden. Ja, wenn jetzt gleich... Ah, aber wegen dem Upgrade bin ich jetzt auf 18. Okay, alles perfekt. Das hat gut funktioniert. Verringert den Nahrungsverbrauch. Kommen mehr aus dem Erz raus. Wir wollen halt hier zu dieser Rekrutierung kommen. Das heißt, wir Nahrungsverbrauch reduzieren ist wahrscheinlich ein bisschen lohnenswerter. Und wir wollen als nächstes den Schafstall aufwerten. Das kostet 40 Kronen. Das war auch schon wieder ganz schön happig ist. Aber wir haben jetzt zwei Leute drin. Das heißt, unser Plus ist ganz ordentlich. Festmahl organisieren geht aktuell nicht, weil ich keinen Nahrungsüberschuss habe. Ich könnte jetzt schon mal anfangen, hier die Sümpfe freizukämpfen. Und dafür muss ich wissen, welchen ich eher will. Ich glaube, ich will eher den, weil der hat hier Zugang zu dem Gebiet. Sehr attraktiv ist. Allerdings ist Eisen auch wichtig. Ah, der hier hat auch Zugang zu dem Gebiet, wo Eisen ist und Rehe. Ja, ich glaube, das ist das attraktivste Gebiet, was es hier in der Gegend gibt, das hier. Aber hier ist auch schon der Feind. Nicht so einfach. Nicht so einfach. Na gut. Müssen wir uns ein bisschen durchkämpfen wahrscheinlich. Alles okay. Was wir jetzt machen können, ist quasi einfach die Wölfe Step-by-Step angreifen. Oder ich warte kurz. Ich glaube, das ist fast besser. Weil wenn die zwei Krieger fit sind, müssen sie das eigentlich schaffen. So war zumindest in letzter Zeit immer das Gefühl, was ich hatte. 15 von 18. Ich kann eine Handelsroute aufbauen. Nee, kann ich nicht, weil ich niemanden kenne aktuell. Ich könnte auch noch einen Militärtypen bauen. Bisschen tricky. Dafür brauche ich die 40. Ja, wir fighten mal die drei Wölfe. Bleib hier nah an der Grenze, damit ich die schnell rausziehen kann. Wir greifen jetzt eigentlich den Sellmann, das ist nicht so bad. Ich sollte klar gehen, der überlebt den und der überlebt den. Das ist das, was ich meinte. Zwei Fitte können drei Wölfe killen. Aktuell ist nur noch das Problem, dass ich das dann nicht übernehmen kann. Aha. Habe ich ihn natürlich ein bisschen selbst outplayed. Ich brauche mehr Nahrung. Okay, die Bergarbeiter sind fertig. Für meine Nahrung brauche ich das hier. Schlachten. Ich kann schwatschen, ich kann das schlachten. Okay, bald wird es Erdbeben geben, mitten im Winter. Das heißt, wir brauchen dann genug Holzreserven, aber das sieht aktuell nicht nach einem Problem aus. So. Ah, wir haben jetzt zwei Gratis-Werkzeuge, das ist auch nochmal sehr, sehr gut. Aber erst müssen die darüber. Ah, ich habe das ja auch noch gar nicht erforscht. Okay, Gratis-Werkzeuge, wir gehen auf jeden Fall für die Jäger, weil das zurzeit unsere beste Nahrungsproduktion ist. Und wir könnten auch nochmal viel mehr Holz gehen, aber ich habe das Gefühl, wir haben gerade eh zu viel Holz. Also wir könnten uns den auch noch aufsparen. Wir gehen viel mehr davon. Ja, ich glaube, wir gehen viel mehr davon. Wir haben jetzt einen 21er Plus bei Nahrung. Das sieht schon deutlich besser aus. Der eine geht jetzt auch in die Heilerhütte, damit die endlich mal ein bisschen schneller heilen. Ist der eigentlich schon angeschlagen? Nee, ist er noch nicht. Perfekt. Das heißt, das Ding kann ich bald besiedeln. Und das hier müsste ich ja bald aufwerten können. Ja, die Crowns kommen jetzt ein bisschen schneller rein. Ich habe auch noch einen Dorfbewohner. Was kann ich mit dem noch machen, ist die Frage. Erstmal das abreißen. Ich könnte hier noch ein Silo bauen, um meinen Schafstall zu verbessern. Ist auch nicht ganz schlecht, ne? Weil wir haben halt gerade ein großes Nahrungs... Warte mal, hey. Sind doch eigentlich nur 3 von 4. Na gut, muss ich gleich wahrscheinlich nochmal probieren. Wir besiedeln jetzt das, dadurch bleibt unsere Zufriedenheit auch noch ein bisschen länger oben. Weil ein neues Hoheitsgebiet natürlich die Zufriedenheit auch erhöht. Und da müssen wir möglichst bald die Wölfe hier clearen. Deswegen werden jetzt die Krieger als nächstes geretzt. Und jetzt muss ich ein bisschen aufmerksam bleiben, weil das Gebiet ist jetzt super wichtig als nächstes. Und ich glaube, dass da der erste Kampf auch entstehen könnte, weil mir das wer wegnehmen könnte oder so. Da muss ich ein bisschen ready sein. Ich müsste eigentlich hier auch wahrscheinlich schon einen Verteidigungsturm bauen. So, wir können jetzt entweder Medizin oder Rekrutierung. Medizin würde es auch nochmal, wenn die Heiler gerade nicht zahlen, nochmal das erhöhen. Ich glaube, das ist wichtiger. Ich habe gerade nicht das Gefühl, ein Bevölkerungsproblem zu haben. Sondern lieber nochmal, dass die Heiler später auch mithelfen können. Ah, ich glaube, es war ein Flop. Ich glaube, ich mache das doch noch nicht. Ich glaube, ich gehe echt auf das Jagd-Upgrade. Weil ich habe ja eh auch den schon, den ihre Werkzeuge verbessert. Und dann wird das nochmal worth. So, die zwei Krieger sind ready. Besiedeln könnte ich dafür 200. Das heißt, wir sparen jetzt noch kurz, nehmen dann das Gebiet ein, bauen hier sofort einen Turm hin und sind dann
in der Position, wo wir Eisen abbauen können und damit dann wiederum unseren Stammeshäuptling hier bauen können, der halt Megawurf ist. Also der ist dann halt wahrscheinlich nochmal so die kleine Befreiungstat. Ich sperre später fröhlich weiter, aber das kann er von mir aus ja. Das sollte kein Problem sein. Ich ziehe trotzdem meine Krieger dahin. Ach, bevor die da sind, ist eh vorbei. So. Tja, ich brauche auch dringend ein neues Holzgebiet, weil meine Einheiten sind jetzt auch schon unglücklich. Das heißt, wir fangen hier einfach mal an. Problem ist jetzt nur, was passiert, wenn ich das cleare und der Gegner greift an, weil ich habe nur zwei Krieger aktuell. Soll ich das in einen jetzt komplett durchdenken? Ob der andere mir helfen kann? Ja, here we go. As predicted. Scheiße, ey. Okay, wir lassen den kurz hochheilen. Problem ist, ich kann den Fight halt nicht gewinnen. Verdammte Kacke, ey. Ja, es war genau die Befürchtung. Kriegt zumindest einen noch down. Aber das war halt die Sorge, die ich hatte. Aber die lässt sich da halt gerade auch schwer lösen. Könnt ihr jetzt noch festmachen? Scheiße. Eigentlich würde ich den halt gerne noch versuchen zu fighten. Nee, das reicht gerade noch nicht. Das könnte aber gleich reichen. Wenn er keinen nachproduziert, ist das fein. Also man ist natürlich immer ein Ticken klüger als die KI. Er hat wieder nachproduziert, und zwar den dicken, den Panzerbär, fucking hell. That sucks hard. Ah, oh, I hate myself. Scheiße. Tja, ich weiß aber auch nicht, wie ich es hätte anders lösen können. Vielleicht hätte ich meine Bauarbeiter doch mehr militärisch hier noch in die Mangel nehmen sollen. Damn it. Kann auch nochmal ein Festmahl organisieren. Ich könnte jetzt hier gerade alles gefühlt. Ich mache mal ein Festmahl, damit ich nochmal wachse. Das tat richtig weh jetzt. Zer Schildknappen oder. Oder Axtwerfer. Wahrscheinlich sind Axtwerfer gerade die bessere Antwort. Ich würde jetzt super gerne zumindest den einen hier noch killen. Ich glaube, ich werde das auch gerade mal machen. Oh! Dieser Turm ist halt eingestürzt. Okay, bei mir ist natürlich jetzt hier auch einiges nicht ganz so, wie es sein muss. Der eine Holzfäller muss ich jetzt kurz abziehen, dass der hier das Ding repariert, das nicht so entscheidend. So, ich habe eine Baustelle ohne Arbeiter, aber die ist gleich natürlich wieder ready. Oh, der wird von Wölfen angegriffen. Aber die Spezialeinheit ist halt so strong, holy shit. Can't really do anything against that. Könnte trotzdem gleich versuchen, das Ding hier einzunehmen, weil das sind jetzt nur noch zwei Wölfe. Das denke ich auch eine gute Option. Den einen Holzfäller werde ich jetzt auch gar nicht da wieder hinholen. Ja, jetzt müssen wir über uns überlegen. Ja, ich glaube, das ist trotzdem mehr Wolf. Weil ich ja schon zwei geupgradete Gebäude auch habe. Das heißt, einer von den Schafen, eins der Schafe kann auch darüber. Der kann auch in das Jagdding rein. Und ansonsten hole ich mir jetzt hier noch zwei Axtwerfer. Und dann versuchen wir möglichst bald Gebiete einzunehmen. Jetzt vielleicht nicht im Winter. Das Problem ist, von wo werde ich angegriffen? Okay, das geht. Das ist nicht so wild. Wenn er mich angreift, während ich das cleare, müsste es eigentlich fein sein, weil ich mit zwei Axtwerfern und zwei normalen Dudes halt schon relativ strong bin. Ich muss übrigens einen der Holzfäller rüberschicken, weil die da oben natürlich mehr Holz produzieren. Warte mal. Ist doch gar nicht voll. So, und der muss kurz mir noch ein Haus bauen. Jetzt kann er da.
So, Festmahl organisieren brauche ich nicht. Muss kurz den Winter abwarten und dann rein da. Die können halt immer auch nur werfen, wenn sie in dem Gebiet sind. Das ist am Anfang ein bisschen counterintuitiv. Obviously, aber man gewöhnt sich recht schnell dran. So, und jetzt ist die Frage, ob er mich jetzt fighten kommt. Oder ob er jetzt natürlich keine Eier hat. Ich denke mal, er hat keine Eier. Durch das neue Gebiet bin ich jetzt auf Zufriedenheit wieder ein bisschen im Plus. Plus, ich kann da unten sogar Nahrung abbauen. Wenn ich das richtig mache. Das heißt, was wir jetzt machen, ist einmal den Turm bauen. Den sollten wir übrigens immer eher ein bisschen von der Katze wegbauen, so wie der hier zum Beispiel platziert ist. Das ist ganz gut. Das Ding könnten wir gleich noch einnehmen, damit wir diese Schätze da klären. Oh, mein Speer ist übrigens verreckt, weil ich nicht aufgepasst hatte. Ich habe halt relativ gute militärische Einheiten gerade. Das heißt, vielleicht wäre es worth, da auf Dauer zu machen. Dann nehmen wir jetzt mal das Handeln anfangen. Wir haben damit Nahrung, Knut. Der Magma-Strom. Ja, das würde helfen zu siegen. Na gut, Leute, ich glaube, das ist ein guter Punkt, um hier gerade mal die erste Folge unterbrechen zu lassen. Die zweite kommt dann. Am Sonntag kommt, kann man spannend, die kommt dann, diese kommt am Montag und dann käme die zweite nächste am Mittwoch. Also, viel Spaß, gib mir gerne Feedback in die Kommentare und bis bald.